Jo, servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 20 SC Freiburg Karriere. Heute beenden wir die Hinrunde und das Ganze mit einem ziemlich schwierigen Programm und einem pickepackevollen Programm, muss man sagen, weil wir zwei englische Wochen spielen. Wir beginnen zuerst gegen Wolfsburg, haben dann das DFB-Pokalspiel gegen die Bayern. Dann, glaube ich, geht es gegen den BVB und dann gegen Leipzig, wenn ich richtig im Kopf bin. Jedenfalls zwei englische Wochen hintereinander. Wird sehr interessant und mal gucken, wo wir dann am Ende der Hinrunde halt eben stehen. Derzeit sind wir auf Platz 4, ganze 3 Punkte hinter den ersten aus Gelsenkirchen, dem FC Schalke 04, haben gerade einmal 4 Punkte Vorsprung auf den 6. bzw. auch den 7. Aber dann gibt es halt eine fette Lücke und die wollen wir heute ein bisschen vergrößern, denn wir spielen direkt gegen Wolfsburg. Und es wäre echt überragend, wenn wir am Ende auf einem europäischen Platz stehen würden. Das wäre geil, das würde ich feiern zum Ende dieser Karriere. Und ja, dann wollen wir mal anfangen, würde ich sagen. Wir haben ja schließlich ein volles Programm heute. Und dann geht es auch direkt mal sehr schnell in dieses erste Spiel rein. Gegen den VfL Wolfsburg geht es in der Liga. Da wollen wir natürlich 3 Punkte mitnehmen. Allerdings werden wir an dieser Stelle ein bisschen rotieren, sage ich mal. Wir beginnen mit Dimitri. Dann haben wir Günther Bormann, der spielt heute von Anfang an, weil ich Lienhardt im Pokal, also fürs Pokalspiel schon gegen die Bayern. Dann haben wir Mühl auf der anderen Seite der Innenverteidigung neben Agu. Deisenberger beginnt heute zum ersten Mal in seiner Profilaufbahn von Anfang an. Fein und Dorsch auf der Doppel-6. Ampomar auf dem linken Mittelfeld und ganz vorne bleiben wir bei dieser Kombination aus Markovic und Dimitri Oberlin. Das funktioniert eigentlich ganz gut und deswegen bleiben wir auch dabei, auch wenn wir das letzte Spiel verloren haben gegen Eintracht Frankfurt. Und der Schiedsrichter hat angepfiffen für das Spiel zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg. Zwei ehemalige Freiburger sind bei den Wölfen in der Startelf mit Robin Koch, der heute Innenverteidiger spielt, und Kwon auf der rechten Seite. Natürlich wollen die Wölfe einen Dreier mitnehmen, um da noch oben dran zu bleiben. Mit Markovic. Jovan Markovic geht da gefühlt an jeden vorbei und legt den Ball nochmal auf den zweiten Pfosten für Niklas Dorsch. Und der kriegt die Kugel nicht aufs Tor gezogen. Der hätte auch drin sein können. Deisenberger mit dem Freistoß. Der Youngster heute zum ersten Mal in der Startelf. Guter Freistoß. Aber ganz gut gehalten von Castells. Der nimmt dann nochmal Dorsch mit. Und im Hintergrund ist Adegaard fein aus der Distanz. Guter Schussversuch vom Sechser. Das kann er halt eben auch. Einfach mal so aus der zweiten Reihe mal abziehen. Immer wieder gefährlich. Jetzt geht's wieder über die linke Seite mit Günther. Christian Günther. Dorsch. In den Lauf für Dimitri Oberlin. Und der legt hier nochmal in die Mitte für Markovic. Nochmal Markovic. Nochmal Markovic. 1-0 Freiburg. Jovan Markovic bringt den SC Freiburg in Führung. Und endlich mal auch mal eine gute Aktion von Oberlin, der dann den Querpass in die Mitte zu Markovic spielt. Und der bleibt da zweimal an Castells hängen. Und beim dritten Mal hat er dann keine Probleme mehr, den Ball reinzubringen. 1-0 Freiburg. Freistoß Deisenberger. Wieder gefährliche Position. Deisenberger in die Arme von Castells. Die Freistöße sind nicht schlecht von Deisenberger. Und das war's. Freiburg gewinnt mit 1-0 gegen den VfL Wolfsburg. Und das war eine klare Angelegenheit, auch wenn es das Ergebnis natürlich nicht so aussagt. Aber Freiburg war dieses ganze Spiel halt eben dominant. Hatte deutlich mehr Chancen als der VfL, die hier nahezu offensiv schwach waren. Also die hatten einfach keine Chance vorne, wurden nicht wirklich gefährlich und das zeigt sich halt eben auch am Ergebnis wieder. Und dann holen wir uns die nächsten 3 Punkte, nachdem wir gegen Frankfurt zuvor noch verloren hatten mit 3-1. Gewinne gegen den VfL Wolfsburg mit 1-0. Und ich denke, das Ding ist eigentlich vollkommen verdient gewesen, auch wenn wir am Ende halt eben nur 1-0 gewonnen haben. Wir waren halt jetzt auch nicht so das gefährlichste Team, aber in dem Spiel waren wir halt eben klar besser, hatten mehr vom Spiel, hatten mehr Chancen. Wie gesagt, ich denke, das geht in Ordnung, dass wir das auch so gewinnen. Und jetzt geht es halt eben weiter gegen die Bayern im DFB-Pokal. Schaffen wir es in die nächste Runde oder gibt es diesmal von den Bayern eine Niederlage? Wir werden es sehen. Runde 3 im DFB-Pokal, die Bayern zu Gast im Schwarzwaldstadion beim SC Freiburg. Beide kamen natürlich und logischerweise aus der letzten Runde weiter. Die Bayern haben RB Leipzig geschlagen mit 1-0, währenddessen der SC Freiburg einen klaren Sieg über den VfB Stuttgart feierte.
In der Tabelle steht man nebeneinander in der Liga auf Platz 3 und auf Platz 4, die beiden Mannschaften. Und beide haben jeweils einen Torschützen, der gefährlich ist. Dimitri Oberlin beim SC Freiburg mit einer der besten auf dem Feld. Und auf der anderen Seite ist es Lautaro Martinez, der auch schon in der Liga gegen den SC Freiburg getroffen hatte. Im gleichen Spiel übrigens hat auch Oberlin getroffen, muss man dazu auch sagen. Es wird also auch ein schweres Spiel für die Bayern, die natürlich hier der haushohe Favorit sind. Und hier sehen wir die Ausstellung von Zeno Wirketu mit Demici im Tor, der sich heute für ihn entschieden hat, auch wenn Ortega eher der Pokaltorwart ist. Günther Lienhardt, Mühl, Agu, Fein und Vasiliadis, Ampomar und Verbergen und ganz vorne Dimitri Oberlin und neben ihn Demirovic. Bei den Bayern Neuer im Tor, dann geht es weiter mit Kimmich, Stones, Christensen, Roussillon, Martinez, Sanchez, Milinkovic-Savic, auf der rechten Seite Thomas Müller, links Sessegnon und ganz vorne drin Lautaro Martinez. Der Schiedsrichter hat diesen Pokalfight angepfiffen offiziell. Freiburg von links nach rechts in Rot und Schwarz gegen die weiß gekleideten Gäste aus München. Wieder Sessegnon. Martinez mit dem Pass rüber für den anderen Martinez. 1-0 Bayern. Und genau wie im Ligaspiel ist es ein relativ frühes Tor durch Lautaro Martinez. Und das Ganze entsteht, weil Felix Agu den Ball nicht vernünftig klärt. Er schlägt den Ball nicht mit voller Kraft raus. Genau auf einen seiner Gegenspieler und dann geht das Ganze ziemlich schnell über Martinez und den anderen Martinez. Gibt es hier auch wieder diese Moral? Erstmal nicht. Adrian Fein verschludert die Kugel und Martinez auf dem Weg zum 2-0. Aber Demici ist da, aber beim zweiten Mal nicht. 2-0, Sessegnon. Doppelschlag der Bayern. Fehlpass im Mittelfeld und dann geht das Ganze halt auch eben schnell über Lautaro Martinez. Sein Abschluss ist noch von Demici verhindert worden. Und der Nachschuss, der sitzt durch Sessegnon. 2-0 Bayern. Ja, solche Fehler darfst du dir gegen diese Mannschaft aber auch überhaupt nicht erlauben. Aber vielleicht jetzt mal. Gut freigespielt. Mitchell Verbergen. Guter Pass auf Vasiliadis. Und er wird zu Fall gebracht. Aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. War für ihn zu wenig. Sanchez mit Martinez. Nochmal mit Milinkovic-Savic. Und Demici verhindert das 3-0. Und die Bayern mit dem Fehlpass. Fein mit dem Pass für Oberlin. Und der kriegt den Ball nicht an Neuer vorbei. Die erste Möglichkeit für die Freiburger. Direkt im zweiten Durchgang. Mit dem Pass raus für Ampomar. Vielleicht jetzt mal die Freiburger. Geht er an Kimmich vorbei. Ampomar mit der Flanke. Die ist gut. Und Manuel Neuer mit der nächsten Parade. Freiburg wird besser. Milinkovic-Savic in den Sturm für Gedesch. Nochmal Gedesch. Guter Pass für Martinez. Der legt den nochmal quer. Und das dürfte es gewesen sein. 3-0 Milinkovic-Savic. Und das in einer Phase, wo der SC Freiburg besser wurde. Vielleicht auch das eine Tor hätte machen können. Aber die Bayern, die sind halt auch eben gnadenlos effektiv. Erste Möglichkeit im zweiten Durchgang und der Ball ist drin. Und aus kurzer Distanz ist Demici halt auch eben machtlos. Und das war's. Der FC Bayern München gewinnt im DFB-Pokalspiel mit 3-0 gegen den SC Freiburg und ist in der nächsten Runde. Sie waren hier über weite Strecken einfach auch viel dominanter als der SC Freiburg und verdienen sich halt auch diesen Erfolg. Sie waren halt auch eben gnadenlos effektiv, sie waren besser im Spiel, sie hatten mehr Chancen bis auf eben kurz nach der Halbzeitpause. Da war der SC Freiburg besser, aber verpasst es hier, den Anschlusstreffer zu machen. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Deftige Niederlage gegen die Bayern. Ihr Kommentar? Die Bayern haben diesen Sieg auf jeden Fall verdient. Sie waren ziemlich dominant und gnadenlos effektiv. Der SC Freiburg ist heute ohne Tor geblieben und hat am Ende deutlich verloren. Woran lag's? Die Bayern haben uns einfach gar nicht ins Spiel kommen lassen. Und ich denke, das war am Ende das Problem. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und damit ist dann unsere DFB-Pokalreise vorbei. Natürlich muss man auch sagen, wir haben ein bisschen Lospech gehabt mit dem FC Bayern. Haben auch wirklich kein gutes Spiel gemacht gegen die. Sie waren dann einfach viel dominanter. Ich denke mal, das liegt auch daran, dass deren Kader einfach auch mehr Breite hat. Viel frischer sein wird als das von uns. Deswegen ist halt so, wie es ist. Müssen wir mit leben. Und ja, machen wir weiter. Emedin Demirovic hat sich im Spiel gegen die Bayern halt auch eben verletzt, musste zur Halbzeitpause runtergenommen werden, fällt jetzt mit einer Schulterprellung für 5 Tage aus. Ich danke fürs Kommen. Wir können dann jetzt mit den Fragen beginnen. Veretout, Sie gelten im Spiel gegen den BVB eher als Außenseiter. Wird es daher großflächige Änderungen in der Startelf geben? Nein, das wird es nicht geben. Sie spielen nach wie vor besser, als viele erwartet hatten. Ein Platz in der oberen Tabellenhälfte scheint möglich zu sein. Ist Ihr Team gut genug, um weiter solche Leistungen zeigen zu können? Wir haben ein klares Ziel und wir sind nach wie vor gut drauf. Warum sollten wir es nicht schaffen? Damit sind wir am Ende. Vielen Dank, bitte keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Und dann geht es auch direkt weiter in der Liga gegen den BVB und wir beginnen mit Demic im Tor, Günther, Lienhardt, Mühl und Hefti heute als Rechtsverteidiger unterwegs. Van Bergen auf der rechten Seite, auf der Doppel-6 Feyenoord Vasi, auf der linken Seite mit Ampomar. Wir beginnen heute mit Fiete Kraft als hängende Spitze neben Dimitri Oberlin. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich möchte das einfach mal ausprobieren. Außerdem sollte der Junge auch mal ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Direkt wieder los wie gegen die Bayern. Bloch mit dem Pass in Richtung Mitte. Immer noch Bloch. Außennetz. Die erste Möglichkeit für den BVB, nachdem Freiburg den Ball da in Form von Silvan Häfchen nicht klären kann. Und der Schuss des Youngsters geht ans Außennetz. Wird da von Adrian Fein attackiert. Marco Reus geht da vorbei an Vasiliadis. Und Demici mit der ersten Parade in diesem Spiel. Wird da nochmal ein bisschen gestört durch Viktor Fischer, der da ein bisschen über den Ball springt. Aber den hat er gesehen. Die anschließende Ecke durch Jadon Sancho. Geht Richtung Mitte, Lienhardt köpft die Kugel genau vor Quirinen. Bustos mit Weigel. Nochmal Ampomar, lässt da Bustos stehen. Flanke geht Richtung Mitte, die ist nicht schlecht. Und Mitchell van Bergen mit dem Kopf. Knapper Kasten vorbei. Die erste Möglichkeit für die Freiburger in diesem Spiel. Gut abgefangen von Vasiliadis. Van Bergen. Und jetzt vielleicht mal. Ganz starker Pass von Fiete Kraft in den Lauf für Dimitri Oberlin. Macht er das 1:0? Nein, macht er nicht. Versucht dann nicht an Bürki vorbeizugehen, auch wenn danach der Winkel wirklich spitz geworden wäre. Und sein Abschluss hier in dem Fall ist halt auch nicht gut. Nochmal Marco Reus. Marco Reus! Starke Parade von Dimitri, der hier Freiburg weiterhin bei diesem 0:0 hält. Nach diesem Schuss von Marco Reus. Die beiden da in Kombination miteinander. Da ist jetzt Platz für Weigel. Der sieht da Marco Reus. Marco Reus! 1:0 Dortmund. Starkes Tor von Marco Reus. Quirinen und Bloch können sich den Ball da hin und her spielen. Und dann ist in der Mitte sehr viel Platz für Weigel, der da Marco Reus sieht und der so, ja, oben rechts, da will ich den. Und da geht er auch hin. Sehr viel Fee, sehr schönes Tor. Und das hatte sich schon angedeutet. Marco Reus ja zuvor auch schon mit einem richtig starken Schuss in Richtung Demici. Van Bergen für Adrian Fein. Kraft nochmal für Adrian Fein mit der Chance zum Ausgleich. 1:1. Und das hat nicht lange gedauert. Nach dem 1:0 von Marco Reus auf der anderen Seite ist das Fiete Kraft mit dem Doppelpass mit Adrian Fein. Und der ist da durch und bringt den Ball an Bürki vorbei. Zum Ausgleich. Nochmal Ecke in diesem Spiel. Die letzte Chance. Vielleicht für den SC Freiburg sogar noch Punkte mehr mitzunehmen. Lienhardt mit dem Kopf. Über den Kasten und damit ist das Spiel vorbei. 1:1 zwischen dem BVB und dem SC Freiburg.
Schönes Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Sehr, sehr spannend. Der BVB mit mehr Anteil an diesem Spiel war auch gefährlicher als der SC Freiburg. Hätte hier wahrscheinlich den Sieg auch eher verdient gehabt. Aber am Ende ist das 1-1, denke ich, auch in Ordnung. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Hätten Sie zur Pause gedacht, hier heute noch einen Punkt retten zu können? Ich war auch nach dem Rückstand noch zuversichtlich, dass wir eine Niederlage vermeiden können. Wir geben nie auf und das haben wir heute gezeigt. Es war klar, dass es heute schwer wird. Schließlich ist der BVB ein gutes Team. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Bei einem solchen Kaliber, wie es der BVB halt eben nun ist, bin ich auf jeden Fall zufrieden mit diesem Punkt. Vielen Dank. Vielen Dank. Und dann nehmen wir ein Unentschieden gegen den BVB mit, ein 1-1 am Ende. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Gegen den BVB zu spielen ist immer schwer. Vor allem, weil da auch eben so Leute wie Marco Reus oder Mario Götze einfach mal so einen Traumschuss aus der zweiten Reihe mal eben herzaubern können und die halt eben unhaltbar sind. Das haben wir auch schon in der Vergangenheit öfter gesehen, ist jetzt wieder passiert. Diesmal konnten wir es ausgleichen durch Adrian Fein. Ja, den Punkt nehme ich gern mit. Und damit geht es jetzt auch in das letzte Spiel dieser Folge. In diesem Viererpack, sage ich mal. Gegen RB Leipzig geht es, gegen den Tabellenzweiten. Es ist wahrscheinlich das Topspiel am 17. Spieltag. Der letzte Spieltag in der Hinrunde steht an. Leipzig zu Gast beim SC Freiburg, der Tabellenzweite gegen den Tabellendritten. Herbstmeister ist der FC Schalke 04 am Ende geworden. Das steht schon, oder stand schon, im Vorhinein fest. Dennoch muss man hier tatsächlich sagen, der SC Freiburg hat eine überragende Hinrunde gespielt und könnte sie heute mit einem Sieg krönen. Und damit würde man natürlich an Leipzig vorbeispringen. Man steht aktuell vor den Bayern, vor Leverkusen und vor dem BVB. Man könnte maximal auf Platz 5 abrutschen nach diesem Spieltag, sofern die Bayern und Leverkusen hier gewinnen sollten. Und hier ist die Ausstellung von Celio Veretout und dem SC Freiburg. Demic im Tor, Günther, Lienhardt, Mühl und Agu in der Viererkette hinten. Van Bergen auf der rechten Seite, Fein und Vasiliades auf der Doppel-6. Apoma auf dem linken Mittelfeld und heute Markovic neben Dimitri Oberlin im Sturm beim SC Freiburg. Die Ausstellung des Gegners heute von RB Leipzig mit Trapp im Tor, Max Fernandes, Stark, Jiraj und Adams, Suchek, Nkunku und Diego Demme ganz vorne, Rodrigo und Munir in einem 5-3-2. Und der Schiedsrichter hat angepfiffen, das Topspiel kann beginnen. Freiburg von links nach rechts in Durchgang 1 in Rot und Schwarz gegen die weiß-rot gekleideten Gäste aus Leipzig. Fein, Mittelpass raus für Dimitri Oberlin und er hat jetzt Tempo. Geht da ganz locker an Niklas Stark vorbei. Immer noch Dimitri Oberlin, legt den Ball quer für Mitchell van Bergen. 1-0 Freiburg. 10 Minuten gespielt, Freiburg führt mit der ersten Chance in diesem Spiel. Und das Ganze ging viel zu leicht über die rechte Seite durch Dimitri Oberlin und dann legt er im Strafraum den Ball nochmal quer für Mitchell van Bergen. Niklas Stark kommt nicht hinterher mit dem Schweizer und am Ende ist der Ball drin. 1-0 Freiburg. Mit dem Pass nach hinten für Nkunku. Der sieht dann nochmal Munir und der legt den Ball ab für Demme. Und die erste Chance für RB Leipzig in diesem Spiel. Fein, rausgespielt für Mitchell van Bergen. Markovic in den Lauf für Oberlin. Und der legt hier nochmal weiter, aber zu weit gespielt für Markovic. Nochmal zurückgespielt für Dimitri Oberlin. Und Kevin Trapp verhindert hier noch einen höheren Rückstand. 2-0 wäre es gewesen, aber er macht die Torwartdecke zu. Die anschließende Ecke. Mitchell van Bergen bringt sie rein. Der Torschütze zum 1-0. Und Mühl mit dem Kopf. Genau auf Trapp. Gute Ecke. Freistoß in Kunku. Nochmal kurz vor der Halbzeitpause. Oder macht's doch Max. Es macht in Kunku. Und er versucht direkt. Genau in die Arme von Demici. Agu. In den Lauf für den eingewechselten Brain Manu. Der hat halt die Schnelligkeit. Brain Manu zur 2-0 Führung. Der ist keine 2 Minuten drin. Er kam für den Torschützen zum 1-0. Mitchell van Bergen und macht hier das 2-0. Und wie gesagt, er ist keine 2 Minuten auf Platz. Von ganz hinten ging es los über die rechte Seite mit Agu. Der sieht dann ganz viel Platz für Grand Manu. Und der bringt den Ball an Kevin Trapp vorbei. Durch seine Schnelligkeit auch. 2-0 Freiburg. Der bringt den Ball einfach mal weit. Und das ist ein Ball für Brain Manu, der kriegt den noch. Der hat die Schnelligkeit.
Und er kriegt ihn halt wirklich noch. Grand Manu. Flanke geht Richtung Mitte. Da ist Markovic. Aber in die Arme von Kevin Trapp. Gute Möglichkeit für Freiburg. Und das war's. Freiburg gewinnt das Topspiel gegen RB Leipzig mit 2:0 und steht am Ende der Hinrunde auf Platz 2 hinter dem FC Schalke 04. Überragend, was der SC Freiburg gespielt hat in dieser Hinrunde. Damit hat überhaupt keiner gerechnet. Überraschungsmannschaft Nummer 1 kann auch RB Leipzig schlagen. Und zwar hochverdient. Von dem hier einfach viel zu wenig kam. Und damit ist die Hinrunde durch. Wir gewinnen am Ende gegen RB Leipzig und stehen damit auf Platz 2 nach der Hinrunde. Wer hätte das gedacht? Wie gesagt, Überraschungsmannschaft Nummer 1. Ich würde dahinter sogar sagen, dass der FC Schalke nur für die zweite Überraschungsmannschaft ist, denn die steht ganz klar auf 1 mit 5 Punkten Vorsprung. Und das, obwohl sie gegen uns am ersten Spieltag sogar verloren haben. Das ist echt überraschend, was da passiert. Bayern hinter uns, Leverkusen hinter uns, Leipzig hinter uns, der BVB ist hinter uns. Alles Mannschaften, von denen man erwartet, dass die vor uns stehen. Und auch vor Schalke, muss man sagen. Wow! Wir haben gerade eben hochverdient gewonnen. Hätten vielleicht auch höher gewinnen können am Ende, aber es reicht halt. Und das ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Wir brauchen halt einfach die 3 Punkte. Hätten wir einen Punkt mehr geholt, hätten wir die 40-Punkte-Marke sogar in der Hinrunde schon geknackt. Was abnormal wie sonst was ist. Wir spielen eine überragende Saison. Natürlich auch dadurch bedingt, dass wir halt nur noch in der Liga da sind. Also DFB-Pokal sind wir ausgeschieden. Wir haben halt eben nur noch diese eine Belastung und dadurch, dass unser Kader so groß ist, es sieht einfach ziemlich gut aus. Und dann werde ich euch gleich nochmal natürlich erklären, wie es in den nächsten Folgen so weitergehen wird. Wie gesagt und angekündigt, es wird täglich passieren, das heißt morgen geht es direkt weiter. Bald kommt ja auch FIFA 21 raus, auch die Demo, die dürfte bald erscheinen, das denke ich ist auch in dieser Woche der Fall. Ist zumindest meine Vermutung. Vielleicht gibt es auch noch den einen oder anderen Livestream, mal gucken. Wird auf jeden Fall interessant für mich die nächsten Tage, aber ja gut, wir machen einfach mal weiter. Morgen geht es mit der Winterpause weiter und zwar werden wir die auch vollständig machen. Ich gehe davon aus, dass wir transfertechnisch eigentlich, wenn dann nur den einen oder anderen abgeben werden, aber an Zugängen wird nichts mehr passieren. Da werden wir so bleiben, wie wir jetzt sind. Ich denke, da sollte man auch grundlegend nichts verändern. Und das ist auch da egal tatsächlich, wer da ankommt und wen haben will. Also wir sind gerade auf so einem guten Niveau unterwegs, wo man einfach erwarten kann, dass die Spiele auch bleiben. Ich meine, wer will denn nicht mit Freiburg mal Champions League spielen, ne? Ist natürlich jetzt noch so Zukunftsgedanke, aber es sieht halt gerade einfach danach aus. Und, wie gesagt, wir werden die ganze Winterpause durchnehmen, das heißt, wir werden bis zum Wolfsburg-Spiel gehen. Und dann werden wir die nächste Folge dann auch aufhören, in der wir uns die Champions League, die Europa League, den DFB-Pokal natürlich auch angucken. Wir werden ein paar Verträge verlängern und dann habe ich tatsächlich auch die Zeit, die Spieler-Steckbriefe da einzubinden, die ich schon seit Ewigkeiten angekündigt habe. Das wird dann in der nächsten Folge der Fall sein, da habe ich halt eben am meisten Zeit. Dann in der Folge darauf geht es weiter mit Wolfsburg und Köln und halt eben auch Werder Bremen, weil wie gesagt, wir machen transfertechnisch halt eben nichts. Dann geht es nach wie vor weiter mit den 3 Spielen pro Spiel, Nürnberg, Gladbach, Frankfurt. Dann geht es weiter mit Augsburg, Hoffenheim, Hertha und den Rest. Ja, dann so normal halt eben. Und dann blicken wir eben zum Abschluss dieser Folge nochmal auf die Tabelle. Schalke auf der 1. Und es ist tatsächlich so, dass die halt eben das erste Spiel verloren haben und danach ganze 16 Spiele in Folge ungeschlagen waren. Einfach nur stark. Zu Recht Herbstmeister, würde ich sagen. Dahinter kommen dann wir auf der 2 mit 39 Punkten, 5 Punkte Rückstand darauf. Kann ich einfach mich nur wiederholen. Überragende Hinrunde gespielt. Völlig überraschend, dass wir da oben stehen, meiner Meinung nach. Aber dazu kann man natürlich auch nicht Nein sagen. Die Bayern dahinter auf der 3, punktgleich mit Leverkusen mit 38 Punkten. Leipzig auf der 5, Dortmund auf der 6. Wir haben einen ordentlichen Vorsprung auf Frankfurt mit ganzen 8 Punkten und halt eben dahinter den ersten FC Köln, der da 3 Punkte dahinter kommt, also 11 Punkte auf die Kölner. Wolfsburg auf Platz 9 hat 23 Punkte, das heißt, es sieht alles sehr stark danach aus, dass wir zumindest 8er werden, sage ich mal, ganz grob, wenn nichts Schlimmes passiert. Hoffenheim auf der 10, Mainz auf der 11, Gladbach auf der 12, dann haben wir die Hertha auf der 13, Hannover auf der 14, Augsburg auf der 15 und auf den letzten drei Plätzen haben wir Düsseldorf, Werder Bremen und den ersten FC Nürnberg, die es tatsächlich noch geschafft haben, einen Sieg zu holen und die ersten Punkte einzufahren. Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich am letzten Spieltag gewesen ist, in dieser Hinrunde. Aber ganz ehrlich, für Düsseldorf wird es schwer, für Bremen wird es auch schwer und für Nürnberg halt sowieso. 7 Punkte Rückstand allein von Düsseldorf auf Augsburg. Also das wird extrem schwer für diese 3 Mannschaften. Tja, und damit würde ich sagen, wir haben es geschafft. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. 4 Spiele haben wir durchgedrückt. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen wieder. Und ja,
Mach's gut, haut rein und ciao.